Hallo miteinander, ich bin's wieder, der Stefan, euer Ländlpraktikant. Heute wird's saugut. Ich schaue mich, wie es unsere Alpschweine auf der Sentomalp so geht. Ja, ich stand jetzt da mit dem Burschen Hans von der Sentomalpe und bevor wir anfangen, habe ich gerne ein paar Fragen. Die erste wäre, ich habe die Alpschweine daheim, was führt denn da denen? Ja, denen führt dann Molke und Getreide vom Ländlefutter. Okay, und seit wann machen die das schon? Wir sind seit 1972 als Bewirtschafter da und 2002 haben wir einen neuen Stall gebaut und seit 2002 haben wir Alpschweine. Sehr gut. Wie ist das mit den Schweinen? Wie lange meint die haben sie, dass die als Alpschweine gelten? Die sind ungefähr 90 Tage da. 90 Tage, okay. Wie schaut so ein typischer Tagesablauf für die aus? Wir stehen mal auf, werden Kühe gefüttert, molken, werden die Schweine gefüttert, Kühe auf die Wiese gelassen, gefrühstückt, dann wird der Stall geputzt, Mittag dann wir die Schweine füttern, am Abend kommen die Kühe in den Stall, werden sie gemolken, dann werden die Schweine nochmal gefüttert. Und dann ist der Tagesverlauf ab. Schlafen ihr das ganze Jahr daheim? Solange es wie da ist, sind wir da. Also die 90 Tage. Und wie ist das, was haben die sonst noch für Tiere haben wir? Wir haben Kühe da, haben Rinder da und haben Schweine. Okay, super. Wir haben dort sagen, kommen wir geschaffen. Ja, Hans, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich gefreut, dass ihr so gekommen seid. Mal schauen, wie die Alpfühle daheim leben. Und vielen Dank. Ja, ich sage auch danke. Schaut drauf und uns geht es saugut. Wir nähern uns ein Schnäppchen.